So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Dungeons. Wir sind wieder am Start und natürlich gehen wir auch gleich ins Zwitschertal. Das kann nur gut werden und ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Zunächst einmal natürlich Mission wie ihr dürft nicht sterben. Nur 20 Frösche dürfen sterben. Erfüllt die Aufgabe von Calypso bei der Chefin Einschleim. Das heißt, ich müsste im Prinzip die Leute töten, bevor sie die Frösche töten? Habe ich das richtig verstanden? Ach so, nein, wir sollen wahrscheinlich die Frösche irgendwo hinbringen. Genau, irgendwas war da. Krötenwanderung. Genau. So wie damals mit den Schleimen und der Kanone. Na, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Auf geht's. Hören wir uns mal an, was Mr. Sidekick zu sagen hat. Kann ja nur gut werden. Willkommen im Zwitschertal, Meister! Da bildet sich schon wieder ein Schleimklumpen in meinem Hals. Aber zum Glück werden wir das Problem ja bald angehen. An dieser Stelle werden die Kröten in den Dungeon hüpfen, Meister. Und hier verlassen sie den Dungeon ins Zwitschertal. Eigentlich ist das Ganze ja so einfach, wie einem Zwerg ein Bier auszugeben. Wir müssen lediglich alles verprügeln, was den Kröten in den Weg kommt, und sie sicher zum Ausgang begleiten. Diese lächerlich einfache Aufgabe ist eigentlich eines mächtigen Dungeon Lords wie euch unwürdig. Aber was tut man nicht alles für das Böse? Das stimmt allerdings. Die Frage ist natürlich, wie gefährlich wird es, wenn die jetzt hier durch sollen? Ihr seid offensichtlich böse, das heißt, euren Spawner muss ich ja dann übernehmen. Da kommen Helden her. Und da hinten geht's raus. Oder wie? Ja, sieht so aus. Hier kommen von überall Helden. Was soll das denn? Nein, bitte nicht. Also diesen Heldeneingang hier haben wir noch nicht geöffnet. Der ist auch nicht geöffnet. Das heißt, die können daran schon mal ganz normal vorbeigehen. Das ist auch nicht offen. Die werden wahrscheinlich alle von alleine durchgehen. 0 von 50 Fröschen am Ziel. Verbleibende Zeit 14... 58, das heißt, wir haben nur 15 Minuten Zeit. Oder kommt dann immer nur ein Frosch innerhalb von 15 Minuten? Na, ich hoffe ja nicht. Also das wäre albern. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier die Bibliothek, so wie es aussieht. Wir haben zwei Schätze. Eine Rüstungskammer, aber alles direkt bei uns. Das ist nicht gut. Ein kleines Gefängnis, sehr, sehr kleines Gefängnis. Unser Dungeonherz und hier vorne natürlich noch den unheiligen Monolithen. Wir laufen jetzt erstmal hier hoch. Ich bin gespannt, ob wir dort einen ein Pentagramm übernehmen können. Ein Monster-Spawner, das wäre schön. Ja, und währenddessen, wie viel Gold haben wir? 1500, nur 500 Seelen. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Damit können wir nicht mal einen Wächter beschwören. Währenddessen könnten wir noch ein bisschen was ausbauen, um die Helden so ein bisschen abzulenken. Die Frage ist bloß, wohin? Oh Gott. Also da laufen die. Die scheinen auch irgendwo rumzulaufen. Ah, nee, nee, die laufen nur so rum. Okay. Ja, dann. Hier hinten gehört ja noch nichts uns. Aber hier hinten scheint auch nicht viel los zu sein. Das ist einfach bloß ein großer Gang. Sag mir nicht die... Oh nein, die müssen da rein. Oh bitte. Und die laufen natürlich einmal komplett herum. Mm. Na, das kann ja witzig werden. Ja, und wenn ich natürlich Geld und Seelen brauche, dann muss ich auch die jeweiligen Tore öffnen. Wir machen dann erstmal das Tor auf. Das ist okay. Ein neuer Eingang wurde geöffnet. Meister... Ja, ich weiß. Hoffentlich kann ich gegen die Monster bestehen. Wir sind noch nicht so kräftig. Wir haben weder Prestige noch irgendwelche großartigen Fähigkeiten. Wir können zwar Fähigkeiten Punkte ausgeben, 5 Stück noch, aber das war's dann auch schon. 2, 2, 1. So, dann haben wir mehr Verteidigung als Angriff, aber das ist schon völlig in Ordnung. Und wir haben noch 3 weitere Punkte, die wir hier mit reinsetzen können. Ja, die Frage ist, wo rein? In die Unverwundbarkeit, dass wir die noch ein bisschen mehr zaubern können. Das könnte gegen Calypso ganz praktisch sein, denn wir haben ja nur noch 3 Missionen vor uns. Dann sind wir ja schon bei ihr. Aber ich möchte gerne den Giftpfeil endlich fertig kriegen, dass das hinter uns ist. Den können wir dann auch gerne auf irgendwelche Monster schießen, das ist überhaupt kein Problem. So, das war schon mal das Monster. Ha!
Das habe ich mir nämlich so gedacht. Hier ist gar kein Monster-Spawner. Schlecht für uns. Und ich kann das hier nur bis dahin freigraben und dann war's das. Die Frage ist natürlich auch, wie weit wir mit unserem Gebiet kommen dürfen und können. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist alles gut. Der Dungeon ist geöffnet. Hier finden sie alles, was sie brauchen. Das heißt, ich muss die Leute leider auch mit Seelenenergie bzw. mit Gimmicks dorthin bringen. Wandkäfig, Höllenschädel, Skeletthand, unheiliger Altar komplett mit Totenschädel. So. Immerhin. Noch ein bisschen Prestige dazu, das ist schon in Ordnung. Ja, und wenn ich jetzt einen Spawner hier hinsetze, machen wir schon mal einen weiteren Goblin. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen müssen. Und dann dorthin müssten die mir denn nicht eigentlich gehören. Nun bin ich ja gespannt. Ansonsten, wir laufen jetzt erstmal noch ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, hier gibt es auch noch Schleime. Die Imps und die Schleime killen sich gegenseitig. Okay, ach, die Schleime gehören mir. Ah, gut. Unterirdisches Heim. Da kommen die Schleime nicht, die Frösche nicht durch. Da ist ein Heldeneingang. Da machen wir hier auf jeden Fall den Weg auf. Wir werden garantiert komplett rumlaufen. So viel ist sicher. Da könnten sie auch massakriert werden. Na, ich bin ja gespannt. Ich habe noch nicht einen Hauch der Ahnung, was uns hier erwartet. Bin sehr gespannt. Der Spawner ist noch nicht gebaut. Jetzt. Eigentlich gehört das Teil jetzt mir. Aber darauf wird hier keine Rücksicht genommen. Nein, natürlich nicht. Uff. Ja. Irgendetwas gibt uns aber mehr Prestige. Die Frage ist was? Wir haben jetzt 104. Das Teil doch nicht. Hier muss irgendwo Deko sein, die uns gehört. Na egal, wir sind dadurch ein bisschen stärker, das ist schon mal schön. Und jetzt ist die Frage, was wir noch alles machen können. Ich muss jetzt erstmal warten. Ich will jetzt erstmal gucken, wie es mit den Fröschen weitergeht. Wir werden ja die Heldeneingänge öffnen müssen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Ansonsten kriegen wir nicht das, was wir brauchen. Dann machen wir den hier mal als nächstes auf. Und bauen hier irgendwie noch so ein bisschen was hin, dass die Leute wissen, ah, ich muss hier lang. Kristalllicht. Ihr habt einen neuen Eingang geöffnet, Meister. Ja, 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 ja. Eigentlich müsste ich hier noch mitten in den Gang eine Schatzkiste stellen. Die Frage ist jetzt, was haben wir noch an Möglichkeiten, was sollen wir machen? Waffensammler baut mindestens 30 Waffenkammer-Gimmicks, also insgesamt 50. Kastenwart baut mindestens 30 Schatzhaufen. Monsterschreck tötet mindestens 20, 30 oder 40 Monster. Heldenschreck besiegt mindestens 20, 30 oder 40 Helden. Überlebenskünstler kommt nie in die Verlegenheit, durch euer Dungeon Ernst wiederbelebt zu werden. Und bekannt, sammelt oder erreicht mindestens 3500 Prestige. Wetten, die meinen das wirklich ernst mit den Kröten, dass die denn alle 15 Minuten eine kommt oder zwei? Das würde mich nicht wundern. Ehrlich nicht.
Gut, viel Gold ist nicht übrig. Das muss erstmal herhalten und das muss erstmal reichen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall kommen von hier aus erstmal keine Monster mehr, so wie es aussieht. Das ist großes Glück für uns. Das heißt, wenn ich meine Monster-Spawner erweitere, könnten wir auch den Rest noch holen. Und ich darf jetzt Höllenhunde rekrutieren. Ja, der Schleim macht die fertig, das ist in Ordnung. Warum auch immer ich Schleime habe, die gibt es ja eigentlich nicht in dieser dritten Etage. Im dritten Untergeschoss, aber ist in Ordnung. So, ah, da sind die. Gut, dann nehmen wir die mit rein, reißen die wieder ab. So, ist schön. Oh, und sind bei 488 Prestige. Offensichtlich bringen die wirklich Prestige, ohne dass ich es wusste. Und die ersten Helden kommen, jo. Die sollen geradeaus gehen. Die sollen gleich in die Bibliothek und sonst wohin, aber nicht hier lang. Hallo. Oh, Helden. Ach, hier steht noch was. Mickriges Kristalllicht. Ah, gut. Er sieht die Bibliothek. Wunderbar. Okay. Gut, wenn das dann zu uns gehört. Was ist hier los? Warum sind dort Helden eingesperrt? Dann machen wir mal die Imps weg, die noch da sind, damit wir wenigstens darüber Ruhe bekommen. Hier hinten ist es dann komplett ruhig und die Höllenhunde kommen garantiert von dort oben. Niemand greift euch an, Meister! Nein, ich greife die Imps an, aber ist okay. So, dann holen wir noch einen neuen Goblin mit dazu. Wie sieht's hier aus? Ist derjenige noch happy? Wo ist er denn jetzt? Ach, da oben. Und er spawnt irgendwelche Skelette und das alles kurz vor der Krötenwanderung. Das finde ich nicht gut. Ich bin auch gespannt, wann Kalypso mal bekannt gibt, was sie denn noch haben möchte. Ob sie wieder jede Menge Geld und Schmuck braucht. So, dann gehen wir mit den Spawnern immer weiter nach oben, dass wir das Höllentor auch bekommen. Die Fledermäuse sind eigentlich egal. Die sind auch ohne Spawner erschienen, das ist okay. Ein Champion hat den Dungeon betreten. Ach nö, nicht auch noch der. Wir machen ihn kurz fertig. Meister, hier noch alles jemand ein. Greift euch an! Dann lass ihn uns angreifen, ist doch nicht schlimm. Den machen wir doch ruckzuck fertig. Wir haben doch mittlerweile fast 500 Prestige, wie auch immer die zustande kommen. Finde ich gut. Auch ohne Seelenenergie. So, da muss ich jetzt erstmal aushelfen. Ach, theoretisch könnten wir auch diesen Heldeneingang öffnen, aber ich habe ein bisschen die Bedenken, dass hier die Helden dann irgendwo langlaufen, nicht dort, wo sie lang sollen. Egal, wie viele Prestige-Gegenstände wir bauen. Der Höllenhund nervt einfach nur. Komm, geh weg. Das sind gleich zwei. Lass doch meine Goblins in Ruhe, Mann. So, wir bleiben bei 500 Prestige. Sehr interessant. Also bringt das doch nichts, das mit inbegriffen zu haben. Aber ist auch nicht schlimm. So, der nächste Held müsste von unten kommen, von Süden. Ja, der kämpft auch erstmal gegen Imps. Ist in Ordnung, sollen sie machen. Irgendwann werden sie schlechte Laune kriegen und sowieso zu uns gehen. Das ist in Ordnung. Da haben wir noch einen Heldeneingang. Dann sind die Imps das Letzte, was wir brauchen, ne? Dann gehen wir von hier aus Richtung Süden. Und versuchen dort noch ein bisschen was zu bekommen.
Jeden zweiten können wir stehen lassen, weil der die Verbindung schafft. Das heißt, das Teil kann ich abreißen. Und wir sind jetzt bei 574 Prestige. Bringen die denn auch Prestige? Naja, eigentlich nicht. Deswegen wundert's mich. Aber ist okay. So, du hast schon ein bisschen gekämpft, kriegst nicht viel Seelenenergie, das ist klar. Nimm dich einfach um. Oh. Hier steckst du also. Was treibst du hier? Nun, wir arrangieren uns gerade mit einem wichtigen Naturkundeprojekt, wenn ihr so wollt. Das hört sich überaus uninteressant an. Ich frage mich immer wieder, wie du jemals auf dem Kristallthron sitzen konntest. Aber gut, wenn du schon nichts Sinnvolles leistest, dann kannst du wenigstens etwas für mich tun. Diese Champions machen mir das Leben zur Hölle. Normalerweise kann ich Menschen problemlos beeinflussen. Diese hier sind aber resistent wegen ihrer Weltanschauung, sozusagen. Wie auch immer. Solch eine Resistenz gegen meine weiblichen Reize kann ich nicht dulden. Kümmer dich drum. Meister, das könnte sich als sehr zeitintensiv herausstellen. Ja, wir kümmern uns schon noch um die Kröten. Wart's mal ab. Lass mal jetzt erstmal hier das Tor weiter Richtung Süden bauen. So, und wenn wir dann das Teil auch mit drin haben, dann können die Imps nichts mehr machen. Und wir können uns in Ruhe um die Champions kümmern. Die Kröten kommen durch, ohne dass sie irgendjemand angreift. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir zu den Helden hin? Im Prinzip so rum. Da können wir schon mal hinlaufen, das ist kein Problem. Oh ne, ich muss erst kämpfen. Komm, mach das Ding fertig. Helden sind stärker geworden, das ist nicht schlimm. Wer baut denn jetzt den Spawner? Da kommen noch zwei. Danke. So, wir sollen 5 Champions ausschalten. Den kann ich wieder abreißen, das Ding gehört mir. Hier haben wir noch die komischen Knochenköpfe, aber das ist jetzt egal, die brauchen wir nicht. Ich glaube, die machen nachher auch den wenigsten Schaden an den Kröten, das ist nicht schlimm. Holen wir noch einen weiteren Goblin, nur zur Sicherheit. Und gehen jetzt hoch zu den Champions. 730 Prestige haben wir, ohne dass wir irgendwas gebaut haben. Das ist schon ganz gut. Dann bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen, oder? Doch, das Tor ist unten. Sehr schön. Monsterschreck erfüllt, weil wir so viele Monster getötet haben. Ja, sehr gut. Okay, das Monster haut wieder ab. Wir speichern, sicherheitshalber. Unter LP06 und mach mal auf. Kommt ihr alle gleichzeitig? Das finde ich aber nicht schön. Pause. Was haben wir denn? Wir haben den Rundumschlag und den Giftpfeil. So, was haben wir noch für Angriffe? Noch mehr Giftpfeile. Vielleicht sollte ich erstmal einen anklicken. Du bist sowieso schon fast tot. Dann nehme dich. Feuerball. Ah, das hat alle erwischt. Sehr schön. Flammenschlag. Stufe 3, komm. Heilung. Umschlag. Eine stärkere Heilung. So ein bisschen Angst. Rundumschlag ist gleich wieder ready. Ja,
Helden sind schon wieder stärker geworden. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen heilen. Geht noch nicht. Dann mache ich erstmal eine kleine Heilung. Rundumschlag. Große Heilung. Guck mal, wir kriegen das hin. Wir sind ja nun mittlerweile mit dem Prestige auch wirklich ordentlich nach oben geraten. Nur dadurch, dass wir ein paar Monster-Spawner geholt haben. Komm, hau ihn um. Heilung. Und der letzte. Dann ist das schon mal durch. Es ist schön zu sehen, dass du deinen Platz in der Welt gefunden hast. Zu meinen Füßen. Dieser niederträchtigen Schlange werden wir es schon noch zeigen, Meister. Ich bin sicher, ihr werdet eine angemessene Strafe für sie finden. Ich hoffe es. So, gut, das waren die Helden, beziehungsweise die Champions. Apropos Helden, die nächsten müssten eigentlich schon hier irgendwo unterwegs sein, oder? Nö, nee, bisher noch nicht. Noch 0,34, noch 0,4. Ah, okay. Die kommen jetzt. Und wir haben noch 1 Minute 30 bis zur Krötenwanderung. Gut, dann könnten wir uns im Prinzip noch um die Skelettschädel kümmern, die vorne sind. 4 weitere Punkte. 1, 2, 3, 4. So, mehr Angriff. Außerdem 2 weitere Punkte hierfür. Da können wir auf jeden Fall schon mal die verbesserte Angriffszauberei mit reinnehmen. Dann ist jeder Angriffszauber, ich hoffe auch die Schriftrollen, noch mal ein bisschen stärker. Plus, ich hole jetzt auch noch mal die größeren Heldentaschen, dann sind die auch größer. Höhere Heldenbedürfnisse mit jeder Stufe dieser Fertigkeit steigen die Ansprüche der Helden, die euren Dungeon betreten. Dadurch können sie auch mehr Seelenenergie ansammeln. Das heißt, wir hätten nicht nur mehr Gold, sondern auch mehr Seelenenergie. Okay. Das heißt, als nächstes machen wir nur noch hier ein bisschen weiter und dann die Unverwundbarkeit und das Tor will ich auch noch besser zumachen. Und selbst ist der Bösewicht, mehr Mana, sind alles Dinge, die natürlich irgendwann noch mit dazukommen. So, sie es, schaut sich schon mal das Teil an, will eine Falle entschärfen. Könnte mal bitte einer der Goblins, danke. Oh, sie ist fertig. Ich brauche Seelenenergie. Du da, komm mal mit. Meister, ein Champion ist in euren Dungeon gekommen. Ja, ja, und wenn schon. Die können nix. Ah, jetzt will sie die Falle entschärfen. Sehr schön. Endlich mal jemand, der seine Arbeit tut. Na, hat's dir gefallen? War das schön für dich? Fühlst du dich jetzt erlöst? Gleich wieder entschärfen. Sie will nur auf den Goblin gehen. Falle wird repariert. Du guckst dir das Teil an. Sehr schön. Meister? Die ersten Kröten. Meister, das Dungeon-Herz wird angegriffen. Ach verdammt, das habe ich völlig vergessen. Da ist ja ein Champion. Zaubern wir uns da einmal kurz hin. Da müssen wir den Kröten hinterher. Laufen wir hier rüber, das geht. Meister, jemand greift euch an! Nein, ich greife denjenigen an, aber ist okay. Danke. So, ich muss rüber. Kröten kommen schon. Noch sind sie fit, noch ist alles okay. Wir kriegen mehr Geld und mit dem mehr Geld können wir dann auch mehr Spawner bauen und die ganzen anderen Viecher hier übernehmen. Das ist nur ein Heldeneingang, aber woher beziehen sich die Fledermäuse? Wo kommen die her? Bestimmt möchte Kalypso, dass ich die auch noch hole. Wundern wird's mich nicht.
So, dann wollen wir mal gucken, wie wir jetzt an die restlichen komischen Köpfe hier kommen. Komm, Kröte, geht weiter. Da. Okay, es scheinen immer 5 Frösche zu kommen. Alle sind auch noch relativ fit. Das heißt, wir haben schon mal einen guten Teil zu uns gebracht. Die Skelettköpfe kann ich abreißen. Hier kommen weitere hin. Und da ist der Ausgang. Ein Frosch ist schon am Ziel. Ach, da hinten ist noch einer. Du ahnst es nicht. Die sind aber sehr anfällig hier. Hallo? Wir haben hier die Krötenwanderung organisiert. Geht mal bitte weg. So, jetzt gehört uns das Teil ebenfalls. Sehr schön. Wir sind noch bei 732 Prestige. Wenn ich jetzt das Ganze miteinander verbinde... Eine Kröte? Ich denke, es waren nur 5. Bist du die letzte Kröte? Nee, es sind mehr als nur 5. Ah, ich liebe die possierlichen und überdimensionierten Tierchen. Seht nur, wie sie sich auf den Weg machen und gierig nach Vogelfleisch lechzen. Man muss sie einfach lieb haben. Ja, so kann man es auch sehen. Mit mehr Aktivität wird mein Lieblingskanal häufiger angezeigt und wird größer? Ich muss sofort ein Abo und ein Like da lassen und das nächste Video schauen. Wir werden eh sehen, wie es weitergeht.